Hallöchen und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In diesem Video habe ich geniale Tipps und Tricks rund um die PDF-Bearbeitung auf dem Mac für dich parat. Denn es ist mir in der letzten Zeit mal wieder aufgefallen, dass ganz viele um mich herum, die neu im Apple-Kosmos sind oder die tatsächlich schon eine Weile dabei sind, viele dieser Funktionen gar nicht kennen, obwohl sie diese tatsächlich tagtäglich bräuchten und haben dann stattdessen auf irgendwelche externen Tools zugegriffen, um diese Funktion zu nutzen, zum Teil auch kostenpflichtige Programme. Aber es gibt ganz viele PDF-Bearbeitungsmöglichkeiten direkt onboard in macOS. Deswegen bin ich gespannt, ob für dich was Neues mit dabei ist. Schreib's mir gerne nach unten in die Kommentare, ob was Neues für dich dabei war oder ob tatsächlich noch weitere Funktionen vorhanden sind, die ich vielleicht in diesem Video gar nicht genannt habe, vielleicht weil ich sie vergessen habe oder vielleicht weil ich sie selbst noch gar nicht kenne nach einigen Jahren der Nutzung von macOS. Ja, dann steigen wir direkt hier mal rein. Du siehst hier ein leeres Finder-Fenster und das ist auch schon Tipp Nummer eins. Wir brauchen erstmal PDFs und um das zu machen, mache ich jetzt hier erstmal einen Screenshot, meinetwegen von diesem Finder-Fenster und noch ein Screenshot von meinem Hintergrundbild und dann schiebe ich das ganze hier mal rein, einmal davon, nach das andere habe ich jetzt verpasst und von diesem Fenster hier. So. Zwei Bilder, die habe ich jetzt hier drin und aus diesen zwei Bildern lassen sich ganz leicht PDFs erstellen. Übrigens auch wenn es zwei PDFs wären, lässt sich, lässt sich daraus auch eine PDF erstellen, eine gemeinsame. Einfach die Dateien markieren, ob es Bilder sind oder PDFs, das ist völlig egal. Da machst du einen Rechtsklick drauf und dann findest du dort in diesem Kontextmenü die Schnellaktion. Und in diesen Schnellaktionen stehen dann für Bilder und PDFs die Möglichkeit, PDF erstellen zur Verfügung. Ja, und dann klicke ich das einfach an und dann wird aus diesen beiden Bildern eine PDF erstellt. Und das nenne ich jetzt einfach mal PDF1, denn wir brauchen gleich noch mehr Bilder. Ja, und diese PDF, die lässt sich jetzt auf verschiedene Art und Weisen bearbeiten und auch noch mit anderen PDFs kombinieren. Ich öffne die jetzt einfach mal per Doppelklick. Das öffnet die PDF in der Vorschau, im Vorschauprogramm und. Da geht einiges und zwar mit der Seitenleiste, mit den Miniaturen, die du da links siehst. Wenn die dir nicht angezeigt werden, dann tippst du einfach auf dieses Icon hier und wählst Miniaturen aus, damit die dir angezeigt werden. Wenn du jetzt zum Beispiel merken solltest, hey, die Reihenfolge der Seiten, die passt nicht. Du hast vielleicht das Ganze mit dem iPhone gescannt oder auch hier das Screenshot gemacht und du musst die Reihenfolge ändern dann kannst du einfach die, diese eine Seite hier mit der Maus festhalten und dann einfach via Drag and Drop an die Seite schieben wo du das Ganze brauchst und zack ist das Ganze verschoben das Ganze muss natürlich auch noch speichern, denn du arbeitest ja jetzt gerade in einem Dokument und das Dokument muss jetzt noch gespeichert werden. Du siehst auch hier oben steht bearbeitet. Du kannst jetzt über die Ablage gehen und dann einfach sichern wählen oder wie du hier siehst, das Tastaturkürzel Command S verwenden. So, und dann verschwindet dieser Text. Bearbeiten. Aber da geht natürlich noch viel, viel mehr. Wenn du jetzt zum Beispiel merkst, hey, stopp, äh, das war ein totaler Blödsinn, diese Seite, die will ich hier löschen, dann kannst du diese Seite einfach löschen, indem du die Command-Rücktaste drückst. Command-Rücktaste löscht die Seite. Und wenn du merkst, oh verdammt, jetzt habe ich aber zu viel gelöscht, dann drückst du einfach Command Z und. Der letzte Bearbeitungsschritt ist wieder da. Findest du übrigens auch hier oben über Bearbeiten. Dort kannst du vor- und zurückgehen in den Arbeitsschritten oder Dinge auch ausschneiden, löschen und so weiter und so fort. Wenn du jetzt merken solltest, hey, ich habe hier aus so Versehen eine Seite vergessen in dieser PDF. Dann kannst du einfach einen Rechtsklick in diese Miniatur machen und dann kannst du hier Foto aufnehmen oder Dokumentscan auswählen. Ich nehme jetzt einfach mal Foto aufnehmen und du siehst schon hier ausgegraut iPhone Grubi. Also das erkennt, dass ich das Ganze hier ähm, am iPhone in der Nähe machen kann. Dann wähle ich das jetzt einfach mal aus und dann öffnet sich automatisch hier an meinem iPhone das Ganze. Das machen wir doch mal von mir. Wir packen mich mit rein. Zack. Und dann tippe ich hier auf dem iPhone auf Foto benutzen und dann landet das Ganze hier in dieser PDF drin. Ja, weil ich jetzt Foto aufgenommen aufnehmen gewählt habe, hat es jetzt hier dieses Format von der R von der Seite zuvor. Ähm, wenn du jetzt ein Dokument scannst, dann hat es natürlich das Format, wie du das Ganze gescannt hast. Ja, da geht aber tatsächlich noch mehr. Was ich nämlich extrem oft brauche, ist aus einer großen PDF brauche ich bestimmte Seiten. Und dazu nehme ich jetzt mein Tastaturkürzel und mache das auf die linke Seite und das andere auf die rechte Seite. Wie das geht, habe ich schon in anderen Videos gezeigt. Beziehungsweise ich bringe auch bald noch ein Video zu wichtigen Tastaturkürzeln am Mac. Deswegen an dieser Stelle kleine Werbung. Abonniere diesen Kanal, wenn du solche Videos nicht verpassen möchtest. Okay, jetzt, um was geht es hier? Was brauche ich ganz oft und du wahrscheinlich auch? Denn das sind so Evergreens, die man immer wieder braucht. Ich brauche jetzt zum Beispiel aus dieser PDF, brauche ich bestimmte Seiten. Ja, einfach die Seiten auswählen, die du brauchst in den Miniaturen. Und dann hast du hier schon rechts ein Finderfenster, zum Beispiel offen. Und dann kannst du diese Ausgewählten Seiten in den Miniaturen einfach rüberziehen ins Finderfenster und dann siehst du so ein Plus-Icon an der Maus. Dann lässt du das da fallen und dann siehst du hier eine neue PDF. Zack. Jetzt habe ich hier eine neue PDF, die nenne ich gerade mal PDF 2. Und auch diese öffne ich. Und wie du sehen kannst, besteht, na, ich habe Tabs, ja, PDF 1 und PDF 2 besteht wirklich aus diesen zwei Seiten. So, was kann das Ganze hier noch, die Vorschau? Die kann tatsächlich auch zwischen den einzelnen PDFs, kannst du auch Seiten hin und her schieben, ganz leicht via Track and Drop. Dazu nehme ich jetzt einfach diesen Tab mit dieser zweiten PDF und schiebe die hier nach rechts, links die eine PDF, rechts die andere PDF. Und wenn ich jetzt merke, hey, ich brauche tatsächlich ähm, die eine Seite aus der einen PDF in der anderen PDF, dann geht das tatsächlich. Dann nimmt man einfach auch wieder hier die Miniatur mit der Maus, zieht sie hier rüber, wechselt zur anderen ähm, PDF, ja, reinklicken und dann kann ich hier sagen, wo diese Seite rein soll. Geht übrigens auch mit mehreren Seiten, die an der Maus festhängen. Dann lasse ich da einfach fallen und zack, dann habe ich hier diese Seite in dieser PDF drin. Jo. Was übrigens auch möglich ist. Es gibt ja immer wieder schreibgeschützte PDFs, die du aber vielleicht bearbeiten möchtest, dass du Dinge da ausgrauen möchtest, Teile davon verwenden möchtest. Das ist tatsächlich möglich, bedingt sozusagen den Kopierschutz, den, den Schreibschutz von der PDF aufzuheben. Das geht, indem du einfach diese PDF verwendest. Dann drückst du Command-P. Beziehungsweise du öffnest einfach den Druckdialog und dann tust du es so, als wolltest du diese PDF drucken. Aber du wählst eben nicht Drucken aus, sondern du hast unten so ein kleines Icon, wo du mit so einem Pfeil, wo du verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung hast. Nämlich, du kannst das Ganze einfach als PDF wieder sichern. Das heißt, aus der PDF wird eine druckbare PDF erstellt und diese druckbare PDF, die wird jetzt nicht gedruckt, sondern gesichert. Und wenn man das eben macht, dann öffnet sich so ein Speicherdialog und du kannst dann ähm, diese PDF speichern, ohne dass sie den, diesen Schreibschutz mit dabei hat. Hier übrigens, ähm, weil ich es gerade sehe, oftmals kommt es ja vor, du drückst den Speicherdialog und dann öffnet sich der zuletzt verwendete ähm, Ordner hier auf dem Mac und du willst den eigentlich den anderen Ordner haben, den du schon im Finder offen hast. Jetzt öffne ich einfach ähm, mal meinen Finder. Den habe ich ja hier. Und hier habe ich die ähm, Pfadleiste aktiviert. Das heißt, ich kann jetzt hier auf den Pfad von diesem geöffneten Finder zugreifen. Das geht übrigens hier über Darstellung, Pfadleiste ein- und ausblenden. Und jetzt ziehe ich einfach hier meinen Ordner PDF-Tools Mac OS, ziehe ich einfach in das Speicherfenster rein. Zack. Und dann bin ich hier und jetzt kann ich hier einfach, ja, PDF 3 speichern. Das heißt, es kopiert oder bewegt nicht den Ordner und den Inhalt darüber in das neue Finderfenster, sondern es kopiert einfach nur den Pfad. Dann tippe ich auf Sichern und dann habe ich hier meine dritte PDF. Was kann die Vorschau noch? Und das ist, denke ich mal, sehr offensichtlich, das haben die meisten schon erkannt. Man kann hier in der PDF natürlich über dieses Stiftwerkzeug die Werkzeugleiste einblenden und dann kann man hier die verschiedenen Tools nutzen. Klick dich da einfach mal durch, was es da so gibt. Cool ist natürlich die Unterschriftenfunktion. Du kannst mit deinem iPhone oder auch mit deinem iPad einmal eine Unterschrift ähm, hier für den Mac aufnehmen. Dann wird die dort gespeichert und dann kannst du die hier immer wieder einfügen. Das ist ziemlich praktisch. Ja, und wer hat es gedacht, an dieser Stelle hört die PDF-Bearbeitung nicht? auf, denn mit Apples Kurzbefehle lassen sich bestimmte Arbeitsschritte in Verbindung mit PDFs automatisieren. Ein Arbeitskollege hatte mich vor längerer Zeit mal gefragt, ob es irgendwie möglich ist, die Reihenfolge von PDF-Seiten auf eine bestimmte Art und Weise zu verändern. denn er hat ständig hat er Scans, die einfach falsch sortiert sind und dann muss er das immer manuell machen, so wie ich sie gezeigt habe. Ja, und das kostet einfach Zeit. Außer man verwendet einen Shortcut, der das automatisch für einen macht. Denn das ist eigentlich mein, Sch mein Spezialgebiet, Apples Kurzbefehle. Wenn du das wissen willst, was das ist, dann schau gerne auf meinem Kanal vorbei und abonniere diesen Kanal. Und wenn du schon weißt, was Apples Kurzbefehle können und du willst ganz nah dran sein an dieser Produktionsmaschine, dann folg mir gerne auf Patreon, denn dort kannst du mich auch fragen zu bestimmten Shortcuts, ob das möglich ist, ob ich das umsetzen kann. Und ja, da gibt es einfach mittlerweile eine schöne Community, die da sich rege beteiligt, die da einfach immer wieder Ideen reinbringt, um Prozesse im Alltag. Abkürzen zu können, um sich Zeit zu sparen zu können. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Schön, dass du dabei warst. Ciao.